Hallo, danke schön. Geht es gut? Wie geht es dir, Elisa? Ja, auch gut, auch Ja, gut. Ja, also erzähle mir ein bisschen von deinem Leben als Pantomim, wie du dazu gekommen bist, wie deine Erfahrungen waren. in der Zeit, wo ich jung war, wusste ich nichts über Pantomime, weil das war bei uns nicht in der sozialistischen Land war nicht jetzt sagen wir, eine Kunst, die man so also gemacht hat. Ich habe studiert Kunstgewerbeschule. Ich bin Holzschnitzer, also Gelernter. Okay. Und da in der Schule hatten wir so eine kleine Bibliothek, habe ich ein Buch gefunden von einem tschechischen Schriftsteller über den Jean-Gaspard de Biron. Dadurch, dass der Schriftsteller auch selber Dramaturgie oder auch Schauspiel studiert hat, Ja. der hat fantastisch rekonstruiert, auch die Art, wie der De Biro gespielt hat. Okay. Und das hat mich total begeistert. Ja. Und dann habe ich etwas angefangen zu spielen. Ja. Und dann sagte mir einmal meine Professorin für Physik, in Kino spielt man die Kinder des Olymp. Aha. Da habe ich das erste Mal also den Jean Libero gesehen als De Biro in diesem Film und ich habe Gefühl gehabt, dass ich zwar nicht diese Qualität hatte, aber den Weg habe ich richtig gefunden. Es war automatisch. Ja. Okay. Und dadurch, dass ich dadurch, dass bei uns also keine solche spezielle Angebote gab, dann habe ich Schauspiel studiert. Also ich habe in Bratislava angefangen. Da habe ich 1958 also mit meinen Kommilitonen so eine erste Pantomimenvorführung gemacht, wo ich natürlich der Piero gespielt habe. Das war die Hauptsache, ja, weil das war diese riesige Liebe zu dieser schönen Figur. Dann aber habe ich gehört von einer Schule, die ein Prager avantgardistischer Regisseur gerade eröffnet hat. Der war selber Komponist. Und Bewegung spielte auch sehr große Rolle bei ihm. Also zwar die Schauspieler haben gesprochen, aber da spielte auch gerade diese Körpersprache große Rolle. Ja. Ja, und dann, wir hatten so was wie einen Pantomimenunterricht und ich sollte mir eine Geschichte ausdenken, pantomimisch. Ich habe von Tschechow, der Tod des Beamten genommen. Mit einem Mitschüler haben wir das gemacht. Und unser Theaterdirektor hat das gesehen und sagte, wenn du etwas als Idee hast, was wir auf der Bühne bringen können, dann werde ich dir behilflich sein dabei. Ja, also ich hatte eine Idee, ich habe schon in Bratislava angefangen, ein Libretto zu schreiben. Also beeinflusst von dem Büro habe ich gedacht, die Pantomime hat nur große Formen, wie ein abendfüllendes Stück. Ja. Und so habe ich auch praktisch mich vorbereitet, also schon auf meine nächste Geschichte. Das habe ich dann mit einem Kollegen bis Ende geschrieben, während des Urlaubs. Und dann, das war 59, wollte ich das dann meinem Chef zeigen, aber der ist leider Gottes verstorben. Aber seine Frau hat das Theater übernommen, hat mich engagiert und ich habe dieses Stück 1960 erste Mal in Prag mit Gruppe von Schauspielern, Sängern inszenieren können. Und es war wirklich unerwartet großer Erfolg. Und mir war das so eine Sicherheit eben, dass ich mich für richtige Kunst ausgewählt habe, also dass ich richtige Kunst ausgewählt habe. Ich habe inzwischen so auch in Filmen gespielt, also ich habe so Hauptrolle in einem Film gespielt, also das mit Pantomime nichts zu tun hatte. Ja. Aber die Pantomime war für mich wirklich sehr wichtig. Dann bin ich eben angefangen, ein bisschen so forschen, gucken, wo ich überhaupt die Informationen über Körpersprache des Theaters so finden kann. Dann natürlich war das Kummerarte, Stummfilm, Ja. die asiatischen Theater,
traditionelle, also Darstellungen, die meiner Meinung nach mehr in das Pantomimische gegangen sind als Tänzerische, ja, wie die indische Tänze. Und so nach und nach habe ich eben mit neuen Stücken ja, Fortschritte gemacht. Ja, und erzähl mir von Kafka, ja? Ja. Ja, Leute dachten eben, das ist von Kafka, weil meine Stücke haben solche Kafkaeske, also Geschichten. Ja. Nein, es war ein Spitzname von meinen tschechischen Kollegen, also weil ich jeden Morgen meine Zahnbürste gesucht habe. Aha. Und das ist slowakisch Kefka, aber tschechisch, die haben nicht verstanden, was das ist. Dann habe ich als Jux gemacht, ja. Okay. Aber praktisch, für mich war wichtig nur, dass das keine so feste Person ist. Also, dass das nicht jetzt eine konstante Person ist, je nach Thema, je nach Geschichte, also hat der Kefka sich entwickelt oder der Charakter hat gegeben bestimmte Stücke auch praktisch so einen Touch. Also sagen wir, ja. Als ich Don Juan gemacht habe nach Gluck, dann habe ich gedacht, Kefkas Don Juan. Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte, dass der mit mir auch wächst, also dass er älter mit mir ist, dass das keine konstante Person ist, ja, ja. Die sich wieder. Ja. Ja, ja. Und wie siehst du die Verbindung zwischen Musik und Pantomime? Als ich dann angefangen habe, auch solistische Sachen zu machen, weil das hat mich auch sehr interessiert, habe ich gesehen, dass ich also die Möglichkeit habe, auch ohne Musik zu arbeiten. Ja. Und wenn ich die Musik benutze, dann in bestimmten Momenten, wo das wirklich, wo mir hilft, also bestimmte Sachen auszudrücken, eine Atmosphäre geben oder einen Akzent zu setzen. Aber bei den Stücken, wo ich mit meiner Gruppe gearbeitet habe, die Musik hat auch eine Linie gegeben, hat den Raum erfüllt und hat auch praktisch, anders wie bei einem Tanz, ja, also wir haben uns nicht immer hundertprozentig gehalten, auf, sagen wir, wie das bei den Tänzen sein muss. Natürlich. Aber das war wirklich in so Blöcken praktisch. Also die Musik fand ich als sehr, sehr wichtig, weil sonst ohne wäre ein Stück mit 9, 8 Personen stumm. Also wäre nicht also praktisch so. Also ich denke, die Musik spielt bei mir auch sehr große Rolle. Ja, und hast du aber immer zuerst eine Geschichte, Entschuldigung, ausgefunden und danach die Musik dazu gebracht oder hast du dich von der Musik inspiriert? Also das war verschieden. Sagen wir, wo ich Stücke gemacht habe, wie zum Beispiel, ich habe den Lumpenhändler also nach Debüro also geschrieben. Erst war Libretto fertig. Ja. Und dann kam mein Musiker, mein Komponist und zusammen haben wir dann aufgebaut die einzelnen Szenen. Diese Musikalität ist sowieso auch in unseren Bewegungen, auch im privaten Leben. Ja. Also da habe ich wirklich sehr gut mich beraten lassen, auch von meinen Komponisten. Also wenn es ging aber zum Beispiel um nach schon fertige Musik, da habe ich versucht immer, wer sehr stark also zuhören zu der Musik. Der Mozart, also der hat charakterisiert, also die Personen auch da, wo die nicht gesungen haben. Also ja. Dass die Musik komplett fantastisch, also aufgebaut und sehr hilfreich auch bei der Suche nach dem Ausdruck. Wirklich muss man dann wirklich sehr offen sein und sehr versuchen, auch die Musik zu verstehen. Ja. Und dann ja. Kann man dann weitergehen. Also das waren diese zwei Wege. Wie ist deine Beziehung zu Marcel Marceau? Hast du ihn, ich habe das Foto gesehen, du hast sicher wart ihr Freunde, habt ihr zusammengearbeitet? Also seine Art, wie er ab und zu fantastisch könnte also Bewegung wiederholen, also fast wie man eine Zeichnung, also mehrmal also Linie setzt, ja. Das hat mich wirklich enorm begeistert, ja. Und auch sehr viel beeinflusst, muss ich sagen.
Ein paar Jahre habe ich damit zu kämpfen gehabt, weil ich habe immer gesagt, guck mal, wie fantastisch ist der und du musst noch sehr viel machen. Aber dann war ich auf einmal 30, habe ich gedacht, jetzt weg von allen solchen Vorbildern. Du musst dich selber suchen, ja. Aber ich denke, es ist auch legal, wenn man sich begeistert lässt, weil das ist keine Kopie. Also da hatte ich wirklich, muss ich sagen, auch keine Lust gehabt, nur seine Stücke zu kopieren. Aber die innere Welt, die er aufbauen konnte, das hat mich absolut begeistert. Und dann kam ich also nach Schweden und der hat zufälligerweise September 68 in Göteborg, wo ich gewesen bin, gespielt. Also unsere gemeinsamen Freunde, seine und meine, haben uns zusammen einen Abend eingeladen. Und er hat mir eine wunderbare Zeichnung gemacht. Wir sind praktisch seit dieser Zeit sehr intensiv zusammen, haben wir uns getroffen. Er hat mich eingeladen zu sich, zu seiner Schule, weil er wollte, dass ich da unterrichte. Da habe ich gesehen, unsere verschiedenen Zugänge zu dem Ausdruck. Also er hat sich ausgedacht, seine Art Technik, was er dann auch seine Studenten weiter so gelernt hat, weitergegeben hat. Und das hat mir ein bisschen, sagen wir, nicht so gepasst. Es ist nicht meine Umsetzung der Realität. Ja? Wenn ich unterrichtet habe, ich habe immer provoziert, meine Studenten selber sich den Weg zu finden. Ich habe geholfen, nur deren Weg zu unterstützen. Er war absolut überzeugt über diesen Weg. Also da habe ich auch kein Recht anfangen zu diskutieren. Der hat Recht, wenn das so denkt. Ja, also ich habe Recht auf meine Gedanken. Aber es Natürlich. war nicht möglich, darüber zu sprechen. Also ich schätze ihn absolut hoch, muss ich sagen, weil der hat für uns einen Weg in der Welt bereitet. Ich habe vielleicht dank des Buches von Franziszek Kozik über den Jean-Gaspard Debiron, habe ich von Anfang an eine Überzeugung gehabt, dass man ein festes Pantomimentheater haben muss. Dass man nicht nur reist von einer Sache zu anderen, aber dass man ständig lebt mit den gleichen Zuschauern, weil sonst man wiederholt sich. Man schafft ein Werk. Und wenn man mit den Reisen durch die Wälder, man ist nicht gezwungen, neue Sachen zu machen. Aber das Theater, die ständigen Zuschauer zwingen dich direkt dazu, dass du mit neuen Sachen kommst. Und das habe ich in Bratislava gehabt, erst in Prag und dann in Bratislava. Und jetzt, als ich mich entschlossen habe, das Theater zu öffnen, dann habe ich wirklich nachgedacht, was alles ich machen kann. Und da war das zum Beispiel Geschichte vom Soldaten von Strawinski. Dann habe ich das gemacht mit einem Sprecher und mit aufgenommener Musik. Und ich habe praktisch noch mit zwei Kollegen dieses Stück gemacht. Ich spielte alle Rollen, die der Teufel quasi spielt, mit Masken. Und dann war das zum Beispiel diese Don Juan, weil mir war sehr wichtig, den Zuschauern hier in Köln zu zeigen, welche große Geschichte, diese unsere Kunst hat, dass ich also aufmerksam gemacht habe, guck mal, im 18. Jahrhundert das war, oder der Büro hat den Lumpenhändler gemacht, oder in anekdotischen Geschichten, also sagen wir, so clowneske Geschichten, aber auch Puppentheater, denn ich liebe Puppentheater, also gerade die Hochzeit des Figaro, also es ist pantomimisch eigentlich, ja. Ich habe so eine Art auch Respekt zu anderen Gruppen. Deswegen habe ich also hier ein Festival geleitet, seit 1976, wo ich wirklich, weil ich habe mit Goethe-Institut durch die ganze Welt gereist und dann konnte ich sehr, sehr viele Gruppen kennenlernen, weil in den 70er, 80er Jahre, das war wirklich ein Pantomimenboom in der ganzen Welt. Ich konnte die Leute einladen nach Köln und ergänzt immer auch durch die traditionelle Geschichten, Peking Opera oder indische Tänzer,
indonesische Orang-Orang-Theater, aber auch sogar Eskimos mit so kleinen also Tänzen, also, wo die Tiere dargestellt haben. Also Okay. was, ja, alles Mögliche, wo ich gedacht habe, die Pantomime hat beeinflusst die Sachen. Tanztheater, ja, das habe ich auch solche Sachen. Oder auch Stücke, wo man sehr stark Bewegung benutzt hat. Also wir haben in den 10 Tagen um die 24 Gruppen und Solisten gehabt. Fantastische Gruppen von Cumbre dell'Arte, eine Familie mit 400-jähriger Tradition. Das war wirklich also eine zurück zu Wurzeln, ja, Ja, würde ich sagen. ja. Oder Kopenhagener Tivoli-Theater, Pantomime-Theater, die nie gereist haben, aber die kamen zu dem Festival. Wow. Also das war sehr wichtig. Leute haben gefragt, hast du keine Angst, sich Konkurrenz zu holen? Es geht nicht um mich, es geht um diese Kunst. Und das hat wirklich sehr große, muss ich sagen, sehr große Echo gehabt. Also diese Ja. Ja, also ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Aber wie kamst du zu der Pantomime? Weil du bist Musikerin, eine sehr gute, wie ich gesehen habe. Ja, also ich bin, das Kind habe ich immer, immer ständig mit meinen Eltern Charlie Chaplin Film gesehen, und zwar die kurze. Das war für mich immer faszinierend, wie eine Geste die Musik besser erklären kann, wie die Musik eine Geschichte helfen kann. Und dann, wo ich im Studium war, ist die Frau von Marcel Marceau in unsere Schule nach Venedig gekommen. Und die haben einen Kurs gemacht. Das war für mich so sehr interessant, und ich war eine schreckliche Pantomime. Also ich habe etwa 2 Stunden probiert, und es war einfach nicht machbar. Ich bin wirklich Katastroph. Aber ich war einfach fasziniert, und da habe ich langsam dadurch mit anderen Freunden, die dann Schauspieler geworden sind und jetzt professionell. Ja. Lisa, alles Gute. Bleib gesund und bis Du bald. auch. Ja. Wiedersehen. Schöne Grüße nach Venedig. Ja, bin ich Danke. jahrelang nicht gewesen. Ja. Tschüss. Ciao, ciao, Milan. Ciao, ciao.